Diese Sendung widmet Ihnen Energie Burgenland. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Energie TV, Ihrem Info- und Service-Magazin der Energie Burgenland. Sommerzeit ist Hitzezeit, aber was tun, wenn eine Hitzewelle auf uns zurollt? Am besten kühlen Kopf bewahren. Wie, das zeigen wir Ihnen jetzt. Im Sommer, bei tropischen Temperaturen, wird es in manchen Häusern unerträglich warm. Wer keine Klimaanlage besitzt, sollte folgende 4 Punkte beachten, damit es in den eigenen 4 Wänden trotz Hitzewelle angenehm kühl bleibt. Sorgen Sie für wirksamen Sonnenschutz, für ausreichende Belüftung, gute Dämmung und verzichten Sie auf überflüssige Wärmequellen. Ein außenliegender Sonnenschutz ist am effektivsten. Untersuchungen zeigen, dass der äußere Sonnenschutz die Sonneneinstrahlung um bis zu 75% reduziert. Ein innenliegender Schutz nur um bis zu 25%. Vorhänge oder Blenden sollten möglichst hell sein. Jalousien, wenn möglich, silberfarben. So reflektieren sie das Licht am besten. Eine weitere Maßnahme im Kampf gegen die Hitze im Haus ist die richtige Lüftung. Idealerweise spätabends, nachts oder frühmorgens lüften. Am besten querlüften, mit weit geöffneten Fenstern und Türen. Wer tagsüber lüftet und die Fenster kippt, lässt nur noch mehr Hitze ins Haus. Ein Ventilator kann bei großer Hitze zwar keinen Raum abkühlen, aber für Erleichterung sorgen. Eine gute Wärmedämmung hilft nicht nur im Winter, sondern natürlich auch im Sommer. Nutzen Sie Wärmequellen wie zum Beispiel Computer oder Plasmafernseher nur dann, wenn Sie diese wirklich brauchen. Denn der Kampf gegen die Außenwärme ist sinnlos, wenn Sie gleichzeitig im Raum unnötig Wärme erzeugen. Wenn die Hitze trotz allem Einzug hält, eines sollten Sie auf jeden Fall nicht machen: die Wärme mit einer offenen Kühlschranktür bekämpfen. Unter Elektroschrott versteht man defekte Elektrogeräte bzw. deren Bauteile, die nicht mehr in Verwendung sind. Was aber passiert mit dem Elektroschrott und wie wird er richtig entsorgt? Wir haben beim Burgenländischen Müllverband für Sie nachgefragt. Jährlich werden in Österreich rund 75.000 Tonnen Elektromüll produziert. Das entspricht in etwa 9 Kilogramm pro Einwohner. Eine sehr große Menge. Deshalb rät der Burgenländische Müllverband dazu, langlebige Elektrogeräte zu kaufen. Wenn ein Defekt da ist, dann soll man diese Geräte nicht sofort zum Müll bringen, sondern doch versuchen, ob sie nicht repariert werden können. Wer bei der Frage, welche Firma repariert was, Hilfe benötigt, der sollte einen Blick auf die Website des Burgenländischen Müllverbands werfen. Dort finden Interessierte einen Reparaturführer. Wenn die Reparatur eines Elektrogeräts nicht mehr möglich ist, muss es ordnungsgemäß entsorgt werden. In jeder Ortschaft gibt es eine Abfallsammelstelle. Dort können Sie Ihren Elektroschrott kostenlos abgeben. Wir kümmern uns dann um den Abtransport dieser Geräte und anschließend erfolgt dann die ordnungsgemäße Verwertung dieser Geräte. Der Burgenländische Müllverband warnt vor illegalen Abfallsammlern. Haushalte werden mittels Hauswurfsendung aufgefordert, Gebrauchsgüter, die nicht mehr benötigt werden, zur Sammlung vor das Haus zu stellen. Viele Hauseigentümer folgen dieser Aufforderung in der Hoffnung, nicht mehr benötigte Geräte ohne viel Aufwand loszuwerden. Doch die Geräte werden nicht ordnungsgemäß entsorgt und verursachen so ein ernstzunehmendes Umweltproblem. Außerdem ist das Ganze strafbar. Es gibt hier spezielle geeignete Aufbereitungstechniken, wo dann die
noch wertvollen Materialien herausgeholt werden und wieder dem Wirtschaftskreislauf zugeführt werden. Und wenn das über uns bzw. über diese Firmen abgewickelt wird, dann hat man auch die Garantie, dass die Entsorgung einen ordnungsgemäßen Weg geht. Im Burgenländischen Schulungszentrum in Neutal werden jährlich im Rahmen des Integrationsprogramms Die Weiche 500 Tonnen Elektromüll, vorwiegend Fernseher und Bildschirme, von langzeitarbeitslosen Personen in deren Bestandteile zerlegt und sortiert. Die Einzelteile werden vom Umweltdienst Burgenland anschließend an Unternehmen verkauft. Eine Win-Win-Situation, denn die Teilnehmer dieses Programms haben für mindestens 12 Wochen einen fixen Arbeitsplatz. Das erleichtert den Wiedereinstieg ins Erwerbsleben. Genießen Sie das Burgenland, die vielen Freizeitangebote und die Kultur. Am besten mit den Partnergutscheinen aus der Energie Burgenland Bonuswelt, denn damit genießen Sie auch viele, viele Vorteile. Ob Kulturerlebnis, Familienabenteuer oder Erholungsprogramm, die Energie Burgenland Bonuswelt bietet Ihnen als Komfort- und Premiumkunde mit den 23 Partnergutscheinen jede Menge Vergünstigungen aus allen Bereichen, die das Burgenland so lebenswert machen. Und da ist für jeden etwas dabei, ob groß, ob klein, ob jung, ob alt, und da kann man den Sommer viel Energie tanken. Das war ein gutes Stichwort, der Sommer. Was bieten Sie denn da Ihren Kunden speziell? Ja, zu Wasser und zu Land kann man sagen, oder auch viele Attraktionen, zum Beispiel das Dorfmuseum in Mönchhof oder die Drescherlein, fährt man über den Neusiedlersee oder auch mit dem Fahrrad durch das Südburgenland im E-Bike-Paradies. Aber auch wenn einmal das Wetter schlecht ist, kann man in der Therme natürlich auch Energie tanken, und so werden unsere Kunden zu Energiegewinnern. Im Family Park Neusiedlersee erhalten Sie gegen Vorlage des Bonuswelt-Partnergutscheins die Jahreskarte günstiger. Wer gerne Kultur genießt, besucht am besten die Seefestspiele Mörbisch. Mit dem Bonuswelt-Partnergutschein bekommen Sie das Programmheft um 50% günstiger. Wer Entspannung sucht, findet diese sicher in der Avita-Therme in Bad Tatzmannsdorf. Mit dem 2-für-1-Partnergutschein erhalten Sie bei einem Besuch zu zweit eine Eintrittskarte gratis. Das und viele weitere Partnervergünstigungen finden Sie in der Bonuswelt 2013. Zum Schluss zeigen wir Ihnen noch ein Solarradio, mit dem Sie beim Picknick und im Freibad für Stimmung sorgen können. Das Solarradio von Go Green bietet verschiedene Lademöglichkeiten. Es lässt sich beispielsweise über den USB-Port am Computer aufladen. Viel umweltfreundlicher ist jedoch das Laden über das integrierte Solarpanel oder durch das Drehen der Körbe. Mit einem vollständig aufgeladenen Akku spielt das Radio bis zu 7 Stunden lang. Mit rund 200 Gramm ist das Solarradio somit ein idealer Begleiter bei Bootsfahrten, beim Camping oder beim Chillen im Garten. Weitere Informationen finden Sie unter der eingeblendeten Internetadresse. Das war's auch schon für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen im Namen des gesamten Teams. Ich hoffe, wir sehen einander wieder in der neuen Ausgabe. Im September wird das dann sein. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Sommer und viel Energie. Diese Sendung widmete Ihnen Energie Burgenland.